Ich darf Sie nochmals recht herzlich willkommen heißen, liebe Zuschauer, liebe Handballfans, liebe Pressevertreter zum Trainergespräch nach unserem heutigen Heimspiel. Nach dem achten Spieltag der dritten Handball-Bundesliga Süd gegen unsere Gäste aus Pforzheim hier in der Stadthalle in Östringen. Halbzeitstand 11:13, Endstand 27:29. Beste Torschützen von den Gästen, Maiko Kekilus mit 11 und von Seiten unserer SG Adam Schorsch und Marvin Gerdon mit 4. Begrüßen darf ich nochmals beide Trainer, zu meiner rechten Gästetrainer André Klimowitz und zu meiner linken Sandro Schattak. Wie immer hat zuerst das Wort unser Gast. André, bitte dein Statement zum Spiel. Okay, dass wir sehr gut angefangen, genau da, das haben wir auch das Corona auch im Griff gehabt. Aber leider, das auch so viel verworfen auch da von der Anfangsphase, dass ich glaube, wenn treffen wir diese einfache Tor, dann wird auch das für uns einfacher auch da. Aber das haben wir, ich finde das selber auch für uns auch Riesenschwierigkeiten auch ins Spiel gebracht. Und auf diese Gründe, das müssen wir auch das bis zum Ende auch kämpfen da. Und natürlich, dass ich sage das auch riesen Lob auch, dass für junge Mannschaft auch bis zum Ende gekämpft und versucht auch alles besser zu machen auch. Herzlichen Dank vorläufig. Ja, Sandro, dein Fazit zum Spiel? Schönen guten Abend, Glückwunsch an André und den TGS für den Sieg. Wir haben uns viel vorgenommen gehabt. Wenn man die ersten 10 Minuten sich anschaut, kriegt man auf der Tribüne natürlich nicht das Gefühl, dass das, was wir uns vorgenommen haben, wir auf die Platte bringen. Jeder macht, was er will im Angriff. Wir nehmen uns früher Abschlüsse, was wir gegen die TGS vermeiden wollten, weil sie in ihrer 6-0 die Größe haben. Wir haben nicht die Größe aus dem Rückraum, um die einfachen Tore zu machen. Verpennen die ersten 10 Minuten mit 5-1, richten uns wieder auf. Holen wieder auf, gehen mit 9-6 in Führung, anstatt das zu verwalten und einfach so weiter zu spielen, die restlichen 15 Minuten, kriegt wieder irgendeiner eine Idee, macht frühe Abschlüsse, so kriegt die TGS wieder genug Bälle, geht dann mit 11:13 in die Halbzeit, was uns natürlich wieder einen kleinen Knacks verpasst. Wir kommen raus, haben in der 4-2 öfters Abstimmungsprobleme, deswegen hat auch der Torhüter nicht mehr die Sicherheit wie in der ersten Halbzeit, wo uns der Lukas mit einigen Paraden schnelle Bälle verschafft, wo wir einfache Tore machen können. Die fehlen uns in der zweiten Halbzeit. Wir fangen ab der 50. Minute ungefähr an, das im Angriff zu spielen, was wir spielen wollten, mit Kreuzung, mit Doppelkreuzung, um die Abwehr einfach mal auseinanderzuziehen. Haben dadurch viele Zeitstrafen, kommen auch in die Nahdistanz, um die Tore zu machen. Wie gesagt, ja, es war nicht das, was wir wollten. Es ist jedes Spiel schwer, der Druck wird immer größer. Aber das zählt irgendwann nicht mehr, egal wer hier aufkreuzt oder wo wir spielen. Wir müssen punkten. Die Spieler von der TGS haben es emotional mehr gewollt wie meine Spieler. Und das ist auch ein Vorwurf, den ich den Jungs mache, dass man das gesehen hat, dass sie gewinnen wollten. Wir wollten es nicht leider. Und deswegen, wir müssen uns aufrichten, müssen einfach die Fehler wieder abstellen, nach vorne schauen und gucken, dass wir irgendwo Punkte holen. Dankeschön. Ja, André, die Anfahrt hat sich gelohnt für euch. Letztes Jahr auch hier bei uns gewonnen. Okay, nächstes Heimspiel. Habt ihr jetzt gegen Heukheim, wie wir da die Mannschaft wieder eingestellt von deiner Seite aus? Ich sage so, dass auch das mit Sieg in den Rücken, auch dass das einfacher auch, dass in diese Spiele auch das zu gehen, oder das hast du auch Sicherheit, das hast du auch Punkte und auf diese Gründe, dass wir haben keinen Druck, dass wir können auch das einfach leicht spielen, auch natürlich das zu Hause, das wollen wir unsere Beste geben und wollen wir auch, dass dieses Spiel gewinnen. Schönen Dank. Sandro, eine Frage nach dem 8. Spieltag. 2 Punkte auf unserer Habenseite. Wir hatten uns mal unterhalten, wie es ausschaut mit der Punktzahl Ende der Runde. Was meinst du, wie viele Punkte braucht man in dieser Runde, um zu bestehen, drin zu bleiben in der dritten Liga? Ich weiß nicht, wie die Ergebnisse heute waren. Das war bis jetzt recht ausgeglichen mit 2 Punkten und 3 Punkten. Es ist schwer zu sagen. Ich denke, dass man nach der Vorrunde mehr sagen wird, wie viele Punkte wir brauchen. Aber es ist eigentlich so wie jedes Jahr, dass man Minimum 22 Punkte brauchen wird, um drin zu bleiben. Noch eine Frage hinten dran. Wir haben jetzt heute 3 Auswärtsspiele hintereinander.
Wie viele Punkte brauchen wir da, um ein positives Ergebnis mitzunehmen? Wir brauchen jede Woche jeden Punkt. Es spielt überhaupt keine Rolle, gegen wen wir spielen. Ob wir gegen Tabellenersten, gegen Tabellenletzten spielen. Wir müssen punkten, egal ob daheim, ob auswärts. Deswegen, wir gehen auch mit der Einstellung in das Spiel rein, um 2 Punkte mitzunehmen. Dann hoffen wir natürlich das Beste für unsere Jungs. Es wird mal Zeit, dass da ein paar Punkte mehr auf unserer Habenseite kommen. Hier habe ich noch die Endergebnisse, liebe Anwaltfreunde, vom heutigen Spieltag. Bereits gestern spielte Hochdorf gegen Germania Großsachsen 30-30. Nussloch gegen Oftersheim-Schwetzingen 28-23. Horkheim gegen Fürstenfeldbruck 30-25. Pforzheim-Eutingen gegen Köntringen-Teningen 31-26. Und Fullingen-Zweibrücken 30-25. Ich hoffe, dass man Sie wieder begrüßen darf, liebe Handballfreunde, am nächsten Heimspiel. Der da wäre dann am Freitag, den 18.11. um 20 Uhr in der Stadthalle in Östringen, haben wir dann zu Gast die SG Pforzheim-Eutingen. Euch alles Gute, André. Gute Heimfahrt. Macht's gut. Und Ihnen, liebe Handballfreunde, schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.